Wie viel Fleisch isst du eigentlich noch? Schlachtunternehmen in Deutschland haben nur noch knapp 3,3 Millionen Tonnen Fleisch produziert in der ersten Hälfte des Jahres. Das sind fast 6% weniger als im gleichen Zeitraum 2022. Schweinefleisch hat den größten Anteil an der Fleischproduktion in Deutschland. Und vor allem Schweine wurden weniger geschlachtet und auch die Produktionsmenge ging entsprechend zurück. Ein Grund: Betriebe halten weniger Schweine, beispielsweise weil Futter und Energie teurer geworden sind. Generell wird in Deutschland aber auch immer weniger Fleisch gegessen. Trifft das auch auf dich zu?